Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vernon's Legacy mit dem Domi. Ja. Wir sind stehen mit geblieben. Dem da und mir. Das ist schon lange her. Wir wissen nicht. Ich weiß nur, dass wir irgendwie nicht weitergekommen doch, sind. Doch, das letzte war das Tresorrätsel, wo du so bravourös gelöscht hast. Das war so geil. Das war so geil. Eine der letzten Kombinationen, die überhaupt möglich waren. Ja. Wir hatten echt null Ahnung, dann haben wir es durchprobiert und dann. Ja. Richtig. Dann probieren wir es durch. Ich weiß es bloß nicht mehr genau. Wo waren wir jetzt zuletzt stehen geblieben? Guck mal kurz in die Steuerung. Inventar. Gibt's gut. Was ist das? Ein Schlüssel. So, ja. Gut, das ist so eine Sache. Geht nicht. Ist jetzt rausgehen, oder was? Richtig. Ja, das ist ein Kompass. Schaut, der zeigt mir an, dass ich hier entlang muss. Klar. Der Kompass ist dumm. Das ist kein Jack Sparrow Kompass. So, dann probier's mal. Ja, das ist ein verzierter Messingschlüssel. Ah, gefunden. Schmeiß mal einen Stuhl um. Komm. Stimmt. Die kannst du nicht nehmen. Dann schmeiß den Stuhl da drauf. Stuhl kann ich auch nicht nehmen. Oh, Mensch, nichts kann man hier nehmen. Irgendwie ist das ein bisschen sehr empfindlich, kann man, nee, unempfindlich. Kann man ja nicht. Allgemein. Nein, kann man nicht. Die Dinger sind halt so krass. Die Sounds. Ja. Schlüssel. Ein Messingschlüssel, oder? Wenn es einen Schlüssel benutzt, um einen Raum aufzusperren, um einen Schlüssel zu finden. Ja. Hat man nicht gleich diesen Schlüssel. Den kann man bestimmt hier verwenden. Na? Nee, doch nicht. Hab ich nicht verwendet. Gleich gehen wir drauf. Ach, den kann man jetzt wieder nehmen. Nice. Der hat ist keine Kollision. Zweiter Versuch. Okay. Alles klar. Mach die Tür. Ah. Mach's ist aber nicht synchron. So. Das ist halt Fehler. Halt immer die Fluchtwege offen. Bisschen buggy, ja? Was? Ja, genau, stellen rein, dass er das offen bleibt. So, gut. So, erstmal alles durchsuchen, gell? Alles aufmachen. Kleine wir Kraft haben ein bisschen, wir waren ja so ein kleiner Drecksau. So, weißt du, das, damals das Kind aus den Journalen, wissen wir das noch? Wir haben ja eh schon fast alle eigentlich gefunden, gell? Stimmt, ja. Also kann ja nicht mehr so viel fehlen. Jetzt und nie habe ich in meinem alten Gewölbe. Stimmt, da war ja was. Ach, mit so schließen. Wieso? Automatisch. Boah, da ist ja nichts drin. Das war alles geplündert. Ja, ist natürlich. Das ist aber nicht sehr, sehr schön eingeräumt hier. Na, na, keine Liebe zu Details. Nee, warte schon. Ich muss mir noch die Steuerung anschauen. Es ist schon so lange her. Geht es nicht. Gibt kein Crouchy Crouchy. Das sieht nach Unity aus. Ja, könnte sein. Wieso ist das nicht versperrt gewesen? Oh, Billard. Goll. Oh. Da nicht mal eine Collusion, kannst nicht. Alter, da läuft das. Kann ich die aber vielleicht. Ist aber nicht alle Latten am Zaun. Die Frage ist, wenn ich hier ein Buch nehme, was ich nicht nehmen kann. wir sind gleich wieder da. So, jetzt. Bewegen sich die dann? Nein. Nein. Na ja, klar. Ich wollte die einloggen. Gibt bestimmt irgendwie ein Steam-Achievement, eine Errungenschaft. Das wäre witzig. Mate, du zappelst immer in der Kamera. Da wird er mehr schlecht, wenn wir mit reinschauen. Ungefähr so. Hier muss da irgendwo was drin sein. Ist bestimmt ein Geheimgang drin. Hinter den Bildern bestimmt. Aber die Tapete ist ja schön schick gemacht. Die ist sogar dreidimensional. Ja, aber ich meine vom Arbeitsaufwand her, da ist sogar eine Normal Map drauf. Weißt du? Stimmt, so mit Ding. Was ist, wir haben ein Grammophon jetzt eingesteckt, oder was? Aber wofür sind die Tasten? Kann ich hier noch was mitnehmen? Was noch Aha! Brief? Aha! Da. Ja, stimmt, hier geht's ja noch weiter. Oh je, okay dann. Post von Robert. Heute hat mich eine Postkarte von Robert erreicht. Ich weiß nicht, ob ich glücklicher darüber sein soll. Die Karte kam von der Ostfront. Oh je. Nun hat der Krieg auch meinen Neffen eingeholt. Er befindet sich mit seinem Regiment vor
Riga. Die Winter dort können sehr kalt werden. Mhm. Ich sehe ihn noch als kleinen Jungen, wie er mir stolz auf der Karte des dunklen Hofs anwesend zeigte und die Stelle mit der roten Kreide markierte. Ich habe heute sehr lange Zeit wieder gebetet. Seit langer Zeit wieder gebetet. Okay, müssen wir merken, dass man vielleicht irgendwas da noch wissen mit der roten Kreide. Mehr. Da, egal. Mhm. Hans und Werner, so heißen unsere beiden neuen Mitbewohner, sind überaus dankbar und zeigen sich erkenntlich, wie sie nur können. Sie haben Madeleine ein wenig in der Küche geholfen und Alois beim Ausbau des Kaninchenstalls. Die Madeleine ist doch die Köchin, gell? Oder was, die Drecksau, die uns da so... Ja, das weiß ich nicht mehr. Vielmehr gibt es im Augenblick auf dem Dunkenhof anwesend nichts zu tun. Vielleicht könnten sie den Zugang zum Gewölbetunnel im Garten zumauern. Es liegen noch genug Backsteine in der Scheune. Nur Mörtel muss besorgt werden. Für meine Forschung in den unterirdischen Gewölbe würde mir dann nur noch der Zugang im Haus bleiben. Gut. Was auch immer das heißen mag. Hm. Aber hier gibt's bestimmt was. Nein, gibt's nicht. Und wir haben noch einen Schlüssel. Was das wohl für Forschungen sind. Ah, noch ein Zettel. Mhm. Uns fehlen aber noch drei. Ja, verstehe ich auch nicht. Vielleicht irgendwo verpasst. Ja, oder sie kommen noch. Ja, eher nicht. Das ist alles sehr, sehr chronologisch aufgebaut. Bis die Deserteure, das ist falsch geschrieben. Deserteure. Mhm. Gestern am späten Abend bemerkte ich zwei fremde Männer in unserem Garten. Ich habe mir den alten Karabiner geschnappt und bin dann mit Alois hinausgegangen, um die Eindringlinge dingfest zu machen. Es waren zwei ausgehungerte Deutsche auf der Flucht vor dem Krieg, Deserteure. Das ist richtig geschrieben. Ja. Würde die Militärpolizei die beiden bei mir im Haus finden, wären wir alle dran. Die beiden deutschen Soldaten sowieso, aber auch Madeleine. Alois und ich wären in Gefahr. Ich werde später entscheiden, was zu tun ist. Mhm. Und am 18.19., also einen Tag später. Madeleine kümmert sich herzlich um die zwei Flüchtigen. Sie gab ihnen neue Kleidung, hat ihnen im Ostflügel zwei Matratzen hergerichtet. Am Abend hat sie eindringlich auf mich eingeredet, dass es meine Pflicht alle als anständiger Mensch sei, den beiden zu helfen. Sie bei den Behörden zu melden, wäre ja ihr sicheres Todesurteil. Wahrscheinlich. Mhm. Meine französische Köchin hält ihre schützende Hand über zwei deutsche Deserteure, während sich unsere Landsleute gar nicht weit von hier gegenseitig vergasen. Es sind seltsame Zeiten. Ja, die Madeleine ist die Köchin. Sechs. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt daraus herausgezogen haben, an Information. Oh, noch ein. Ah. Da haben wir schon wieder einen Kampf um Verdun. 2.3.1916. Der Krieg hat Dunkenhof erreicht. Seit mehr als einer Woche kämpfen Deutsche und Franzosen um Verdun. Das ist keine 30 Kilometer von meinem Anwesen entfernt. Die Straße nach Metz wird nun ausschließlich von Militär benutzt. Ich vermeide Fahrten in die Stadt weitgehend. Das Leben in den Straßen dort ist ohnehin ausgestorben und die Läden sind leer. Madeleine hat seit über einem Jahr das Anwesen nicht mehr verlassen. doch, um 13.05, ein bisschen später. Ich benutze die großen Räume im Erdgeschoss, abgesehen von der Bibliothek, kaum noch. Die Mahlzeiten nehme ich jetzt zusammen mit Madeleine und Alois in der Küche ein. Wir reden nicht viel miteinander. Abgesehen davon, dass Harras, der MC Harras, in der München in der Stadt, dass Harras heute seinen Knochen nicht in der Küche abgeholt hat, gibt auch nichts zu berichten. Trotzdem spendet die gemeinsame Zeit in der Küche etwas Wärme und Geborgenheit für uns alle. Zwei Tage später. Das ist der Hund, gell? Der Harras ist der Hund, ja. Vielleicht ist er da schon verschwunden. Ist ja ein bisschen wirr, die ganze Erzählung da. Die Kämpfe halten an, es ist nur schwer vorstellbar, dass unweit von Dunkenhof täglich Menschen ihr Leben verlieren. Robert ist nun bald im kriegstauglichen Alter. Ich hoffe sehr, dass er sich dem Abschlachten entziehen kann. Seit einem letzten Besuch sind nun bald zwei Jahre vergangen. Harras ist noch nicht weiter aufgetaucht. Alois macht sich ernsthaft Gedanken über den Verbleib unseres geliebten Terriers. Ah ja, weg ist er. Keller wird er sein. Ja, bei den Ratten. So, sagen wir zurück. Die Frage ist hier noch irgendwo ein Text, aber ich glaube nicht, weil den müsste man schon ziemlich lang davor vergessen. Ja, ich weiß nur nicht mehr, wo das ist. Ich weiß es auch nicht. Ich will ja auch jetzt nicht unbedingt großartig hier. Bleibt da vielleicht was? Wo? Auf dem Tisch da. Nein. Da haben wir wieder Chaos. So, wo sitzt sie? Die Frage ist. Ach, da ist Zug. Hier könnte eventuell der Schlüssel passen. Dann dahin.
Immerhin können wir ihn endlich ansprinten. Hoffe ich mal. Ah! Ha. Fortschritt, Jungs, Fortschritt. Du versteckst in dem einen Gang den Schlüssel zum anderen Gang. Ja. Und noch ein Schlüssel. Ach, leider nicht. Da leider nicht. Aber kommt schon noch. Pass auf, das ist zugesperrt. Nein. Der war witzig gewesen. Schöne rote Vorhänge. Mhm, voll geil, Samtvorhänge. Nichts. Also die, das lässt schon sehr zu wünschen übrig, dass hier nie was drin ist. Taschentücher oder so drin sein. Nichts. Als Leveldesigner ist das nicht sehr... Da liegt was. Oh, wieder ein Code. 11.09.1917. Ja? Ah ja, das Spur ist verschwunden. Mhm. Ich habe heute gemeinsam mit Alois Mörtel für das Bauvorhaben im Garten besorgt. Mhm. Ohne meine langjährige Verbindung zu Herrn Körner und den halben Schinken, den ich ihm über den Tresen geschoben habe, wären wir wohl mit leeren Händen wieder nach Hause gegangen. Die Situation wird immer schlimmer, besonders Lebensmittel werden in der Stadt allmählich knapp. Boah, voll die Punchline. Mhm. Hans und Werner sind spurlos verschwunden. Die letzten Tage haben sie am Tunneleingang gearbeitet, hatten ihn schon so gut wie zugemauert und waren froh darüber, etwas Nützliches tun zu können. Ich vermute... Ja, stimmt, ja. Ich vermute, dass in der Nähe der Militärpolizei aufgetaucht ist. Seit einigen Wochen werden immer wieder Fahndungen nach Deserteuren angesetzt. Sicher haben Hans und Werner sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Madeleine sagt, beim Abendessen wahrscheinlich hat der Tunnel sie verschluckt. Wie schon den Hund. Ja, kann schon sein, dass da irgendwas mal war. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt hier wieder der Code? Ach, geh vierstellig, ja. Das sind 10.000 Möglichkeiten. Leute. Aber es ist nicht unrealistisch, ne? Oh. Da ist bestimmt der Schlüssel für hier drin. Ach, geh. Ey, nix geht hier. Einfach auftreten, weißt du? Ist ja eh keiner mehr da. Ja, eigentlich schon. Okay, gell? Dann müssen wir es halt... Die Frage ist, gibt es Journal irgendwo... Wann ist denn der Hund verschwunden? Es war doch... Ich weiß es spurlos nicht verschwunden vielleicht, ja. Aber das war das mit dem seit 3 Tagen, wo wir gemerkt haben, was da los ist. Aber da... Na, das vorher? Post von Robert? Oder die gehen auf Deserteure? Deutsche... nee, gehen wir auf Post von Robert. 2. Kampf von Verdun? Ja, was zumindest... Achso, jetzt... Also ich das, wo das mit dem Hund stand. Was meinst du mit dem Hund? Was ist wieder aufgetaucht? Na, nicht das wieder. Ist der Knochen nicht. Ah, genau, da. Knochen nicht in der Küche. Also 13.05 vielleicht? 13.05. Toll. Was ist jetzt da? 2. Halt. Nein! Da musst du ich kann schlecht lesen. 6. Nein! 7. 7, 8, 9, 0, 1. Jetzt musst du auf... 8, 9. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Auf die 0. 0. Meistens blöd zu machen. Nee, mit rechts kann man leider nicht zurückdrehen. 5. Ja, die gehen dann automatisch auf. Ach, okay, also. Ja, jetzt kann man wieder suchen hier. Oder? Magst du mal durchprobieren? Ja, das geht leider nicht. Oder vielleicht 0130? Nee. Aber was? Beim letzten Mal wussten wir es ja auch nicht. Ja, aber das letzte Mal konnte ich irgendwie auf Basis des PS von dem Hund irgendwas vermuten. Was steht denn da? Hat's dann gestimmt? GG. Was steht da? Käferbuch. Ach, das ist doch alles hier Kacke wieder. 1, 2, 3, 4. Nein. Also die sind's eher nicht. Ja. Vielleicht 1916. Aber das dauert so ewig zum Durchprobieren. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ich weiß es doch nicht. Scheiße.
Was? 1,16. Das 19, Problem 16. ist, leider... Nächste schon eine 1. 1. 6. Ne, 9. 9. 1 und 16. Oder vielleicht ist irgendwo an den Bildern oder am Rand oder am... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Geil. Okay, ist klar. Ja, die geht nicht. Aber nachdem ich das jetzt weiß. Ach, gegenlaufen kannst. Witzig. Finde ich da irgendwas drin? Ich sehe nichts. Aber dann gab's noch mehr. Zerstöre! Oh, dann kann man da vielleicht... Na, jetzt mach ich drüben. Wieder Offroad hier. Oh, hier kann man nicht umschmeißen. Die wäre auch ein bisschen groß. Nee. Aber warte, ich möchte jetzt hier... Den letzten möchte ich schön zerstören. Ja. Kommst du doch, ja. Mehr Schwung. Das ist aber noch schön. Aber da ist nichts drin. Da hinten ist noch eine, glaube ich. Ah. Das war auch nichts drin. Dann schauen wir nochmal rüber, was ist denn da der Kopf? Hier noch eine Vase. Hier kommt der Vasenmann. Aus dem Weg. Oh, da ist eine Stäbe. Ja, die geht nicht kaputt. Oder ist auf diesen Bildern hier vielleicht irgendeine Information? Ja, die Frage ist halt was. Ja, eine Nummer. Ja, das mit den Hinweisen hier ist immer so eine Sache, gell? Ja, ist halt nicht unrealistisch eigentlich, gell? Dass man da keine Hinweise findet. Ja, und dass man halt den Kahoot einfach nicht weiß. Ja, aber das ist ja blöd, da kommst du nicht weiter. Ach, die gehen nicht kaputt. Aber die haben eine Kollisionsmaske. So. Tja. Da ist lauter schöne Sachen. Nee. Wie ist es da wieder zu? Also in den Vasen ist nichts. Aber am Kind ist ganz schön lustig hier. Sehr schön. Und hier ist wieder auch nichts. Ach Gott, ich weiß es doch nicht. Wie soll man denn hier bitteschön... Ah, da ist noch was. Ah. Jo, viel Spaß beim Durchprobieren. Ich will aber nicht durchprobieren. Machst lieber Randale, ja. Dann mach ich lieber Randale. Randale. Hoho. Randale. Hoho. Ist dahinter was? Komm, jetzt komm ich nicht mehr raus. Scheiße. Ich da. Ja, da kann man nicht laden, ne? Nein. Hättest du gleich mal einen Bug melden können. Ah, wo soll ich denn bitte schön? Dann probieren wir halt nochmal 0130. 0130? Die Uhr, die da stehen geblieben ist. Ach, ist da stehen geblieben? Mhm. Nee, Moment. 0030. Zeig nochmal. Ja, die ist um 0:30 stehen. Ja, zeig nochmal. Nein. Oder... Zeig nochmal die Uhr. Lass doch rückgibst. 29, mein Freund. Ja, ich... 29, die eine Zahl da. Ah. Oder 28. Oder 12:29. Ja, könnte auch sein. 1, 1, 2. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Oder es ist 12:28. Na, es ist schon. Na, es ist schon 29, ja. Da ist vielleicht hier am Tisch irgendeine Information. Nein. Ach, Kinderchen, das auch, ich ist weiß 1, 2, 3, es doch auch nicht. Das wäre schon sehr alt. warte mal, wir haben 12, 1, 2. 3, 4, ja.
Ja gut, dann. Ich weiß es doch auch nicht. Müssen wir nachschauen. Aber die Folge ist, glaube ich, eh vorbei. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder, hoffentlich. Ja, in der nächsten Folge. Bis dahin. Und in dem Zeug ist auch nichts drin, gell? Nein, klar nicht. Nein. Aber hier ist sogar eine Scherbe noch. Nee. Es ist nichts. Alles klar, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Venom's Legacy. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.